Ja, und damit herzlich willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge Let's Play World of Warcraft. Juhu! Fühle mich ein bisschen platt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe gestern, war gestern Karneval der Kulturen. Und bin dezent verkatert. Aber es geht mittlerweile wieder. Hat ein bisschen Anlauf gebraucht, bis ich dann heute endlich aufnehmen konnte. Naja, so, okay. Was haben wir denn offen? Ich wurde gerade eben, bei, wo ich hier alles so weit eingestellt habe, fast von so einer blöden Harpie hier gekillt. Ich habe gesehen, oh, mein Lebensbalken ist ja fast runter. Das ist sehr schlimm. Okay, wir wollen zu Nordu. Da werden wir jetzt mal hineiern. Und da gucken, was der Gute für uns an Aufgaben hat. Und ja, schauen wir mal. Nordu ist ja dieses Urtum. Der fehlt noch. Und dann müsste eigentlich ja rein theoretisch nur noch... Aber wie hieß er denn jetzt nochmal? Scenarios fehlen. Nordu, Scenarios. Tatula hatten wir. Aviana hatten wir. Lagosch hatten wir. Ja, rein theoretisch nur noch die beiden. Ich hoffe. Hihi, der ist ja klein. Ich bin noch nicht entschwunden. Es ist zu spät für mich. Bis auf den Kern ist alles verbrannt. Ich habe Äonen erlebt und doch scheint mein Ende so plötzlich zu kommen. Aus Alten kann neues Leben entstehen. Ich habe immer noch meine Weisheit, die ich weitergeben kann. Bitte, lasst nicht zu, dass sie mich wegbringen, bevor meine Arbeit getan ist. Haltet meine Peiniger zurück. Nur noch eine Weile, Hexenmeisterin. Gib mir ein paar Minuten und ich werde es mit tausenden Jahren vergelten. 5 feurige Peiniger umnieten. Ja, kein Thema. Das machen wir doch. So. 5 Peiniger, das seid ihr wahrscheinlich. Und Katze, nicht jetzt Stress machen. Im Hintergrund. Ich weiß gar nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt. Ich weiß ja da nicht so viel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ja, ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich werde jetzt bald, ich möchte in meinem Urlaub, der bald ist, endlich mal gucken, ob ich nicht mal so eine Art Greenscreen hinbasteln kann. Das wäre eigentlich mal doch ein bisschen cooler, finde ich. Eine neue Webcam würde ich mir auch noch anschaffen, die noch ein bisschen höhere Qualität schafft als die jetzt. Die jetzt ist eigentlich optimal, sage ich mal so, für Facecam. Aber eben halt, die schafft keine 1080p, also ich kriege damit keine Full-HD-Videos hin. War ja auch ursprünglich ja nicht das Ziel. Ich logge ja nicht. Eigentlich. Warum hast du den Feuerstrahl noch machen können, obwohl du tot warst? 5 Peiniger könnten eigentlich mal ruhig mal wieder ein paar auftauchen, ne? Ach, da kommt ja schon einer. Willkommen! Feuer mit Feuer! Wir haben es gelernt. So, der ist hin. Jetzt brauchen wir noch einen abwarten. Ach, da ist er ja schon. Liebe Freiwillige, aber der rennt nicht drauf zu. Ich glaube, der hat schon gar keinen Bock mehr, aber töten wir es dann trotzdem. So, gut. Fluchtiges Feuer gefunden. Der ist einfach durchgehuscht. Das gibt's ja wohl nicht. Ah, es war so klar. Ich dachte, das Motum kämpft mit. Oh, hab deine feurigen Peiniger umgenietet. Ich habe jetzt keinen Bock noch einen. So, danke, Untote. Ich bin jetzt bereit. Alles, was ich bin und alles, was dieser Wald je war, gehört jetzt euch. Die fingerartigen Zweige an einer von Nordus Gliedmaßen brechen auf. Zum Vorschein kommt ein unberührter glitzernder Samen. Sorry. Dies ist das Herz des Waldes, der Samen des Lebens. Bringt ihn zu euren Erzdruiden in Hain von Aisina. Hamul Runtotem wird sicher wissen, wie seine Macht zu erwecken ist. Ich verspreche euch, dass der Geist des der Wildnis nicht länger schweigen wird. Neues Leben wird aus der Asche des Alten erblühen. Danke euch, Untote. Meine Zeit ist hier um. Das war ja mal eine ganz entspannte Quest. Jetzt können wir auch weiter fliegen. Wir müssen jetzt zu Hamul. Hamul war... da oben. War der da oben? Haben wir runter da? Ich dachte eigentlich, wir müssen es zum Heiligtum von Malorn. Aber okay, nee, dann ist es schon was anderes. Die Brutstätte muss brennen. Wir sind ja bald durch mitten hier.
Ach, Gott sei Dank eigentlich, weil irgendwie wird ja mal Zeit, ein bisschen weiterzuziehen. Wir sehen wahrscheinlich wirklich diesmal von Katar nur zwei Gebiete. Finde ich aber jetzt nicht schlimm. Also, um ehrlich zu sein. Ist angenehm, wir haben außerdem mal das ganze Gebiet gesehen, wir haben uns mit der Geschichte des ganzen Gebietes befasst. Und das ist schon okay, finde ich. So hat man mal einen kompletten Storystrang und das ist mir eigentlich jetzt mittlerweile schon wichtiger geworden. Dieses schnelle Weiterziehen ist immer so ein bisschen, naja, gut. Mögen die Winde euch leiten. Ich bin mit meinem Latein am Ende, Shadow Warlock. Icina schweigt. Habt ihr etwas gefunden? Was ist das? Oh, das war zu schnell geklickt. Das ist der Schlüssel, Shadow Warlock. Mit den Setzlingen, die ihr für mich gesammelt, den Tieren, die ihr auf den gesamten Hierher gerettet und dem Herz des Waldes, das ihr jetzt auch noch entdeckt habt, könnten wir dieses Land direkt unter den Füßen des Schattenhammerkults wieder verjüngen. Stellt euch nur ihre erstaunten Gesichter vor, wenn das Leben über das Chaos triumphiert. Ich werde sofort mit der Zeremonie beginnen. Alles klar, dafür kriegen wir blaue Schultern, aber die sind leider nicht besser. Schade eigentlich, aber die Zeit Die kommt. Natur Irgendwie. sucht das Ich werde jetzt mal nichts Gleichgewicht. Wer gehen. seid ihr, dass ihr eine solche Last zu Beschützer tragen? der Tiere, Schlächter der Drachen, Da steht Bezwinger. Champion der Uralten. Mein geschätzter alter Freund Nordu hat euch ein großes Geschenk gewährt. Das Geschenk des Lebens. Doch ich betraue euch mit noch weitaus größerer Na, Verantwortung. danke. Durch euch wird dieser Berg erneut erblühen. Es ist an euch, ihn zu beschützen und zu verteidigen. Lasst ihn gedeihen. Vertreibt diejenigen, die ihn verletzen könnten. Tut dies in meinem Namen. Es wird keine zweite Chance geben. Hat die mich einfach fallen lassen? Was? Okay. Lasst eure Stärke von eurer Weisheit leiten. Neues Leben aus der Asche des Alten, das ist Essinas Geschenk. Ohne euch wäre dieses Wunder niemals möglich gewesen. Tortorlas Rache. Der Berg erblüht wieder. Wenn wir schnell handeln, können wir unser Vorurteil ausnutzen. Unser alter Freund Tortorla, der Schildkrötenahn, ist bereits auf dem Weg. In seinem eigenen Tempo natürlich. Findet Tortorla östlich von hier am Kopf des Pfades in der verbrannten Ebene. Unsere Festungen dort sind schon ganz zu Anfang unseres Schlachtzugs gefallen. Aber vielleicht können wir jetzt zurückfordern. Okay. Neue Aufgabe, neues Glück. Sehr schön. Tortorlas Rache. Jetzt dürfen wir mit der Schildkröte rumtörteln. Wunderbar, ist ja alles nah beieinander, auch mit der Brutstätte. Jetzt muss ich mal gucken, das ist die Brutstätte, das ist Tortorlas Rache. Ich glaube, Tortorlas Rache, ich weiß, welcher Storystrang es ist. Ich würde gerne erstmal die Brutstätte abfackeln, also hier fertig machen. Gucken wir mal. Ach, ist das schön. Ich mag den hier. Da hinten flimmert so komisch das Wasser. Seht ihr das? Bei den Schreien. Wenn ich fliege. Das sieht ja nicht toll aus. Das Special Wasser. Da müssen wir ja auch noch hin. Stimmt, es gibt auch eigentlich noch diesen Hirsch. Wie ist denn der? Oder war das Malorn? Ich glaube, Malorn war das, oder? Ich weiß das nicht mehr. Ich sehe hier schon nicht mehr durch. Okay, Moment. Tortorla ist da. Ich glaube, wir müssen durch das Portal. Müssen wir durch das Portal oder steht hier jemand? Ich glaube, wir müssen durch das Portal. Okay, dann ab in die Feuerlande mal wieder. It's burning. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Ich glaube, hier. Oder? Ist das jetzt die Höhle, wo wir das Haustier kriegen könnten? Können? Müssen wir mal schauen. Oh, endlich mal. Ich habe meine eigenen. Ich habe einen brennenden. Das ist cooler. Dir. Hallo, Faden-Clown-Würger. Ja, dann scheiß nach Hause. Sorry. Also ist es wahr. Aviana ist mit euch als Herold zurückgekehrt. Es gibt hier viel zu tun. Wir finden tief im Herzen der Feuerlande Cetira. Wir sind tief im Herzen der Feuerlande. Cetira hat gestohlene Eier vom Hyal hierher geschmuggelt, um ihre eigenen abstoßenden Kreaturen zu züchten.
Raubvögel, die für den Krieg ausgebildet sind. Ich hoffe, dass ihr bereit seid, zurückzuschlagen. Na klar. Lebt wohl. Shadow Warlock, unser Feind, nutzt die Grotte in den Feuerlanden, um eine Invasion vorzubereiten. Wir werden hart zuschlagen, und zwar direkt dort, wo sie leben. Aber zuerst müsst ihr euch eure Flügel verdienen. In den Feuerlanden funktioniert das Fliegen nicht so wie in der Außenwelt. Das hat etwas mit der dichten, überhitzten Luft zu tun. Ihr braucht Übungen. Nehmt euch einen Zwielichtfeuerlanze aus dem Regal hinter mir und schwingt euch auf einen von Avianas Wächtern. Übt das Fliegen. Ihr müsst nur mit den Flügeln schlagen. Fliegt zu den zu der Fahne, die ich auf den Sims unter uns aufgestellt habe, und kehrt dann zurück. Ach du Scheiße, na, das wird jetzt witzig. Moment, also erstmal Lenzchen und mit der Lanze bewaffnen. Na klar. Ein Wächter aufsetzen. Wen nehmen wir denn? Weiß oder rot? Weiß oder rot? Ah, was steht denn das zu mir? Genau, rot. Das lädt immer noch auf. Ach du Scheiße, ja, ich weiß, was das ist. Fuck, das wollte ich nicht. Aber scheinbar ist es richtig. Gut, drückt Flattern, um mit den Flügeln zu schlagen. Schlagt schnell mit euren Schwingen, um wieder Höhe zu gewinnen. Was? Wo müssen wir denn hin? Moment. Was flattert mehrmals, um an Höhe und Schwung zu gewinnen? Okay. Ich muss wieder zurück zu ihnen, ne? Scheiße. Kann ich noch nicht wirken? Oh. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Kriegen wir hin. Oh ja, das ist so eine scheiß Mechanik, sorry. Wie darf ich helfen? Gut gemacht, du fühltest dich an. Zum Kotzen. Es ist eine echte Herausforderung, in dieser brennenden Ödnis die Flugkunst zu beherrschen, aber das ist der einzige Weg. Ich hoffe, dass ihr für die Schlacht bereit seid, Shadow Warlock. Am Arsch bin ich bereit. Da kommen sie, Shadow Warlock. Wer ist? Wo? Die Zwielichtritter auf ihren schwarzen, in den sengenden Schwefelbrutstätten der Feuerlande geschlüpften Bussarden. Der einzige Weg, sie zu besiegen, führt durch die Luft. Schwingt euch erneut in den Himmel, Hexenmeisterin, und tötet sie. Rammt eure Lanze in die Ritter, um sie zu vernichten. Hinfort, fliegt ihr nah, fliegt. Tschüss. Ich warte, bis sie kommen. Okay, das wird mir nichts bringen. Ach du Scheiße, ich hasse sowas. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Gut, wir fliegen mal von A nach B. Da ist noch einer. Oh oh. Wohin? Ja, das ist richtig scheiße. Das lädt immer noch. Ich komm gar nicht ran. Cool. Läuft. Kann ich noch nicht wirken. Das lädt immer noch auf. Wow. Hoch, hoch, hoch. Nicht in die Feuerschrei. Nicht in die Feuerschrei. Das ist wirklich eine Herausforderung. Alter! Ja, ja. Ich bin nicht bereit. Ich bin auch nicht bereit. Komm, den holen wir uns so. Jawohl. Kann ich noch nicht wirken? Ich will den da. Ja, so. Das lädt immer noch auf. Okay, ich will den doch nicht. Ich will den. Der ist schon mit oben. Geil. Läuft. Ist wirklich nicht leicht. Nein! Kann ich noch nicht wirken. Läuft. Aber die schlagen auch gar nicht zu, ne? Besonders erste Welle. Ja, da kommt ja noch mehr. Wenn ich dafür schon lange brauche. Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer ein Fluttering. Hallo. Wow. Kriegst einen Fingerkrampf bei. Sehr schön. Seid gegrüßt. Oh, ja, 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 ja. Ein spektakulärer Flug, Shadow Warlock. Ihre gequälten Schreie haben die Wände dieser lichtverlassenen Höhle zum Beben gebracht. Doch unsere Arbeit ist noch nicht zu Ende. Ich hab's geahnt. Da habt ihr in ein Wespennest geschossen, Shadow Warlock. Uns fällt hier die Decke auf den Kopf.
Und ihre stärksten Krieger schwingen sich auf Kreaturen, die von den Flammenwelt entstellt und verunstaltet wurden. Kehrt noch einmal zurück und holt sie vom Himmel. Gebt ihr doch auf die flammenden Brocken acht. Hehe, danke. Ja, jetzt auch noch flammende Brocken. Hey, leck mich doch am Arsch. Ich hasse den. Hasse dich. So, wie viel müssen wir jetzt killen? Wieder 10. Okay. Zu hoch. Kann ich noch nicht wirken? Jawohl. Dieser Zauber ist jetzt gerade ein bisschen anstrengend, deswegen bin ich hier so gerade voll ein bisschen konzentriert. Yo, 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 yo. Aber hier fliegen jetzt ein paar mehr rum, das heißt, es ist ein bisschen einfacher, die zu treffen. Boah, ich wurde getroffen. Und das zackt ordentlich. Meine Fresse. Kann ich noch nicht wirken? Ich habe nicht gedacht. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Chillen. Klatsch. Oh, oh. Das lädt das hätte jetzt auch voll nach hinten losgehen können, ne? Kann ich noch nicht wirken? Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Einer noch. Da, den da. Und dann geht's kann zurück. Kann ich noch nicht wirken? Yeah. Platsch. Okay, und back to the roots. Das lädt immer noch auf. Oh, oh. Dieser Zauber das stand ist nicht in meinem Vertrag bei der Horde. Ich könnte kotzen. So. Kann ich nicht kein Thema, Digga. Bei Aviana schwingen, ihr wurde zum Fliegen geboren, Shadow Warlock. Schnell, lass uns dorthin zurückkehren und dann neu zuschlagen. Oh Gott. Ohne Verteidiger sind die Eier der Feuerlande angreifbar. Schwingt euch erneut in die Lüfte und zerschmettert die Eier. Rauscht einfach über sie hinüber, um sie zu zerbrechen. Sucht in jeder Ritze, Feldspalter und Seitenhöhle nach ihnen. Schnell. 40 Eier. Ihr habt da so eine Eierwelle. Ihr habt da so eine Klatsche. So. Holen wir uns erstmal die offensichtlichen. Au. Meine Fresse, das zickt aber auch. Nein, 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 nein. Voll. Alter, das ist echt nicht leicht. Gut. Platsch. Platsch. Also es ist echt nicht einfach. Das lädt immer noch auf. Habe ich wieder an ein Wespennest gestochen. So. Platsch, platsch. Einfach rüberlaufen. Was ist das für Eier? Hört gar nichts aus. Jeder Feldspalte, Ritze, etc. Tralala. Da hinten sehe ich noch ein paar. Flieg! In diese Ritze. Dieser Zauber ist Alter, nicht ich wurde schwer getroffen von so einem scheiß Feuerball. Platsch. Platsch, platsch. Ja, wir können eigentlich mal da runter. Das lädt immer noch auf. Oh, scheiß Idee, wa? Nee, ich lebe noch. Gut. Oh, was ist alles hier oben? Das ist, glaube ich, entspannter. Au. So, die haben wir. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Oh, oh. Zu weit? Wer seid ihr denn? Die chillen hier. Ja, cool, dann nehmen wir doch die hier alle. Dann. 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 Quest complete. Jetzt muss ich wieder nach oben, wa? Oh, ich hab's geahnt. Was ist das? Ach, geflügelte Wächter geht's jetzt auf. Kann ich noch nicht wirken? Das lädt immer noch auf. Kann ich noch nicht wirken? Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Okay. Ich bin ganz ruhig. Ein entscheidender Schlag. Cool, dafür gibt's jetzt, den habe ich schon. Ja, beide schon. Egal, wir nehmen den. Shadow Warlock, ihr habt hier alles getan, was ihr tun könnt. Die ganze Höhle wird bald in sich zusammenbrechen. Ich treibe die letzten schwingenbehaarten Hengste zusammen und stelle sicher, dass das Flammtor hinter mir versiegelt wird. Ihr solltet losgehen und Aviana berichten, dass diese abscheuliche Brutstätte der Vergangenheit angehört. Na klar. Achso.
Die Agenten des Zwielichts setzen ihre Angriffe innerhalb dieses Kessels in den Feuerlanden fort. Wir dürfen nicht in unserer Offensive nachlassen. Schwingt euch in die Lüfte und vernichtet so viele... Nein! Lebt wohl. Das ist ja jetzt die Daily. Man kann das auch Daily machen. Hier, er hat ja gerade noch groß rumgekotzt, dass angeblich er jetzt die Höhle eigentlich dicht machen wollte, oder? So, Freunde, an der Stelle machen wir weiter Schluss und dann geht's beim nächsten Mal erstmal zurück zu Avianas Schrein. Ich möchte gerne die Quest noch abgeben und gucken, wie es dann weitergeht und dann mit Todd Haller, denke ich mal, weitermachen. Okay, Freunde, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.